Hey ho Schnuckis, willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Anti-Haul-Wishlist. Was gibt's Neues? Beauty News und so weiter und so fort. Will ich es testen? Interessiert es mich oder interessiert es mich nicht? Wenn ihr das also wissen wollt, bleibt dran. Es geht direkt los. Ja, da habe ich mal wieder ein paar Screenshots gemacht. Ich habe das Gefühl im Moment, bringen die Brands, zeigen sie was und bringen es gleich raus. Deshalb diese Beauty News sind gerade immer so schwierig, weil es ist dann immer gleich da, ne? Aber ich habe hier ein paar Sachen, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Und ich habe meine Informationen zum größten Teil von Trendmood und von Make-up Junkies und Make-up on your Radar oder so. Ich verlinke euch die Instagram-Accounts unten einmal, damit ihr Bescheid wisst. Fangen wir an mit Charlotte. Ja. Und zwar ein Unreal Skin Sheer Glow Tint Hydrating Foundation Stick. Leute, Leute, Leute. Ich bin so hyped. Ich will es haben, weil ich finde, es sieht auch ganz oft auf diesen PR-Bildern nicht nur wie ein Foundation Stick aus, sondern es sieht aus wie Airbrush Flawless Filter in a Stick sozusagen. Bin richtig gespannt, Leute. Das ist auch zu diesem Zeit, wo ich das drehe, auf dem Weg zu mir. Vielleicht habt ihr schon Foundation Freitag gesehen oder ihr seht noch einen vor meinem Urlaub. Ich kann es euch nicht sagen. Also wäre schon noch cool, ne? Wenn ich noch einen Foundation Freitag dazu abdrehen könnte. Wenn ja, ihr werdet es erfahren. Definitiv ist das was, was ich haben muss. Dann bringt sie noch etwas raus. Beautiful Skin Lip and Cheek Glow. Das sind so Creme Blushes. Nein, juckt mich nicht. Kein Bock drauf. Creme Blushes sind sowieso ja so eine Sache. Also das muss schon für mich so der absolute Hammer sein. Ist es nicht. Also würde ich meine, ich schließe es jetzt nicht aus, wenn ihr jetzt alle sagt, Jenny ist das Geilste, was du je gesehen hast. Gut, vielleicht dann ja, aber no. Was ich auch völlig abtörend finde, also muss ich echt sagen, und mich hat es auch total überrascht, weil ich müsste dreimal gucken, es ist tatsächlich von Anastasia Beverly Hills, Blurring Serum Blushes. Ich finde auch das Packaging ist so gar nicht Anastasia Beverly Hills, ne? So gar nicht. So überhaupt nicht. Könnte eher von Milk oder sowas sein, ne? Also es sieht so, ne, und ehrlich, das, nee. Das ist mir zu, nee. Also, ich werde mal sehen, was sich da noch so ergibt, aber fürs Erste so, ne. Ne, juckt mich nicht. Was ich ganz interessant finde, ist True to Myself Tinted Pressed Finishing Powder von Rare Beauty. Ich finde auch das Packaging irgendwie cool, so. So eine andere Form. Und ja, probiere ich aus. Ihr wisst, ich bin ein absoluter Puder-Freak. Habe ich Bock drauf. Ja. Too Faced. Was soll ich sagen? Die haben offensichtlich die Born This Way Foundation umformuliert. Sie in ein neues Packaging gemacht. Enhanced Formula Lightweight Packaging. Soft Born This Way Soft Matte. Nö. Werde ich wahrscheinlich nicht ausprobieren. Lancôme bringt raus Glowy Lip Balm. Wenn das jetzt nicht, nee. Nee, und auch viele Farben, Leute. Echt viele Farben. Ich glaube, ich brauche keinen Glowing Lip Balm mehr. Ich bin satt, was das angeht. Ich habe genug Glowy Glossy auf meinen Lippen. Und wenn es dann auch keinen Plumping-Effekt hat, bin ich eh eigentlich raus. Was so das Interesse angeht. Nee. Was auch für mich völlig abturnend ist, ist die Eyeshadow-Palette 40 Shades of Pride Eyeshadow Vault. Nein, die finde ich so, oh Gott, ich finde die so schrecklich, die Palette. Mal abgesehen davon, das sind MAC-Lidschatten. Das ist schon mal sowieso, naja, also, ja, sie sind jetzt nicht so schlecht. Sie haben sich auch verbessert, keine Frage, ne? So ein bisschen. Ein bisschen moderner geworden, ja, aber die Farben, ich bin auch eben kein bunter Schminker, ne? Also von daher, mich spricht die gar nicht an. Auch die Optik spricht mich nicht an und die Farben und nichts daran spricht mich an. Also wirklich nicht, gar nichts.
Ja, dann kommen wir zu den Major Glow Cream Powder Light Reflection Highlighter von Patrick Ta und ich weiß es nicht, ich habe ja die Blushes, ja, dann gab es ja die Foundation, die fand ich nicht gut, leider, da hatte ich ganz viel drauf gesetzt. Oh, ich habe extreme Glitzerangst, Leute. Also wirklich, sagt mal, ob ihr welche davon habt. Lasst mich das mal wissen. Aber ich habe wirklich Glitzerangst. Also ich weiß nicht. Also irgendwie möchte ich gerne. Aber ich habe wirklich ganz dolle Bedenken. Ich habe es jetzt schon gesehen, dass es ein sehr schierer Glow sein soll, was eigentlich geil ist. Aber ich weiß nicht. Ich habe da so meine Befürchtungen, wisst ihr. Und wenn das dann voller Glitzer ist, ist es sowieso gut. Patrick Ta, wenn er was Neues rausbringt, ist das sowieso erstmal für die nächsten 3 Jahre ausverkauft. Also boah, kann man sich auch direkt wieder entspannen. Das ist auch, was mich extrem nervt. Ne? Also, das finde ich sowas von. Wisst ihr, also, man weiß doch, dass es einen Hype darauf gibt. Dann produziert man einfach mehr, oder? Gut. Egal. Kommen wir zu etwas, wo ich richtig Hype drauf bin. Oh Gott, das kommt bestimmt in meinem Urlaub raus. Bestimmt, ich habe Gefühle. Ich glaube, das kommt genau raus, wenn ich auf dem Weg nach Schweden bin, so ungefähr. Und zwar Yummy Skin Lift and Flex Concealer von Danessa. Ich habe so Bock. Wirklich, ich finde das erstmal, oh, ich weiß schon, es spricht mich so an. Es wird einfach so sein, for eyes and face. Es wird so sein, es wird der perfekte Concealer sein mit der krassesten der Kraft. Du wirst ganz wenig brauchen. Es wird nicht cakey, hässlich oder irgendwas. Es wird, ich weiß es. Ich weiß es. Danessa hat mich noch nie richtig enttäuscht und das wird sie hier auch nicht. Also, ich bin auf jeden Fall sofort dabei. Ich bin auch sofort bei der Elf Soft Glam Satin Foundation. Da habe ich mega Bock. Also, Elf finde ich sowieso immer interessant. Und Soft Glam Satin Foundation spricht mich an, spricht mich, mich spricht dieses leichte, einfache Packaging an. Also, ja. Dann haben wir darüber schon gesprochen, über das Creaseless Under Eye Loose Setting Powder von Tarte. Hallo. Ich liebe Tarte. Selbstverständlich werde ich das testen. Das war jetzt bis zuletzt dauernd ausverkauft und nicht lieferbar. Ich werde das dann nach meinem Urlaub ganz bestimmt, sobald das da ist, kaufen und testen. Definitiv. Drogerie sind wir hier und haben Lifter Liner, Lip Liner Pencil with Hyaluronic Acid von Maybelline. Ja. Sind schon schick. Werde ich mal austesten. Ich mag Lip Liner. Dann haben wir House Labs. Weiß nicht. Mir sieht das so aus, als wäre das zu glossy auf den Wangen. Ich sehe auch gerade auf diesem Bild, was man hier jetzt sieht. Ich kann hier ein bisschen zur Seite rutschen. Sieht das für mich so aus, auch von der Art und Weise, wie der Stick aussieht, als hätte ich ständig meine Haare da drin hängen. Wisst ihr, was ich meine? Also, bitte belehrt mich eines Besseren. Ich glaube, ganz viele von euch haben schon so ein Ding. Sagt mal was dazu. Es ist ein Cream Blush. Stick ist natürlich irgendwie ein bisschen cool, aber ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht. Sagt mal was dazu. Dann. Extrem sprechen mich sowieso die Sachen an von Kosas. Das ist ja sowieso echt so etwas, was mich extrem anspricht. Nur ich muss sagen, es ist auch da sehr schwierig dran zu kommen. Ich habe das Gefühl, da wo es die Sachen dann wieder gibt, dann ist wieder alles ausverkauft und die Farben, die dann für mich relevant sind, sind nicht da und das nervt mich wirklich sehr. Ich wollte ja auch gerne diesen Tinted Hydrator und auch den Concealer schon ausprobieren und so, aber wisst ihr, es ist immer irgendwie dann ausverkauft. Aber diese Blushes, ne, die sehen so delicious aus. Findet ihr nicht? Die sehen so, wenn ich die hier so sehe, echt so, oh, die sehen so schön aus. Ich meine, das sind gebackene Blushes, das ist wahrscheinlich keine Neuerfindung der Welt, aber trotzdem, die sprechen mich extrem an. Also, wenn ich da rankomme, dann werde ich mir auf jeden Fall einen holen. Genauso wie Make-up bei Mario, diese neuen Soft Sculpt Multi-Use Bronzing and Shaping Serum.
Ich warte eigentlich nur darauf, dass es zu Sephora kommt, damit ich es mir besorgen kann. Und ja, werde die auf jeden Fall testen. Dann habe ich gesehen, hat Melt herausgebracht ein Liquid Eyeshadow and Base. Base, ihr wisst schon. Lidschattenbase. Battle of the Lidschattenbase, ne? Dieses Jahr? Ich denke nein. Wer weiß, wer weiß. Jedenfalls haben die so Liquid Eyeshadows, die auch als Base benutzt werden können in verschiedenen Farben. Und Matte gibt es ja jetzt seit nicht allzu langer Zeit bei Purish. Ich hoffe sehr, dass Purish die bekommt und ich möchte die sehr gerne testen. Irgendwie sprechen sie mich sehr an. Also, ich habe Bock. Ich möchte die auf jeden Fall testen. Dann Saie, oder wie die Marke heißt, da gibt es ja diese Soft Focus Liquid Bronzer. War schon ein paar Mal kurz davor, einen zu bestellen, habe es dann doch nicht gemacht. Ich habe schon irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich es am Ende wirklich benutze, wenn dann auch noch Mario kommt und Mario ist wirklich gut. Ich weiß noch nicht. Ich bin noch nicht im einen. Dann haben wir erneut Glossy Lip Balms von Bare Minerals. Jetzt kommen alle wirklich, ich glaube, alle springen gerade auf dem Zug auf. Hat nicht auch Laura Mercier auch, ich weiß nicht, ich kann es aber nicht mehr. Ich brauche die wirklich nicht. Also ich brauche keine, wie ich schon sagte, Glossy Lip Balms mehr. Und ich brauche auch keine Liquid Bronzer und Liquid Blushes von Bare Minerals. Also jetzt von Mario, ja. Unbedingt, aber von Bare Minerals, ich denke nicht, dass mich das juckt. Ja, dann kommen wir noch zum letzten Make-up-Produkt und zwar Veef hat ein Setting-Spray rausgebracht. Ich mag die Sachen von Veef sehr gerne und auch das ist schon auf meiner Wunschliste oder ist sogar schon im Einkaufskorb bei Cult Beauty. Ja, werde ich auf jeden Fall testen. So, dann gehen wir mal über in, ja, was ist da mit Rihanna? Rihanna bringt Haircare raus, Leute. Also alles. Und zwar, was hat sie denn hier alles? Shampoo, Conditioner, 5-in-1, irgendwas, Styling, Maske, alles Mögliche. Und sie hat gesagt selber, dass sie sehr viel Wert auf den Duft gelegt hat und dass sie möchte, dass wenn man quasi irgendwo ist, dass die Leute dich ansprechen und sagen, was hast du für ein Parfum drauf? Und du sagst, das sind meine Haare. So, hat sie gesagt. Und ich bin gespannt. Also ich werde mir das auf jeden Fall angucken, muss aber auch mal gucken, ob die Sachen auch geeignet sind für meine Haare. Ne? Also ich meine, Rihannas Haare sind offensichtlich anders als meine drei dünnen, flusigen Haare, die ich mir heute zum jungen Mädchen-Style geflochten habe. Meiner Tochter sind die schon so lang. Ey, oh, naja, egal. Ja, ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Das ist klar. Dann hat Rare Beauty, sie hat ja diese Body-Körperlinie, die so sehr gut riecht, habe ich euch in einem Parfum-Video auch schon gezeigt. Da bringt sie jetzt raus Gentle Exfoliating Body Wash. Das wird wahrscheinlich auch so riechen, schätze ich mal, wie die Body Lotion und das Body Spray. Also, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich mir das mal reinziehe. Dann gibt es Sol de Janeiro 76, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und Sol de Janeiro hatte ich doch noch einen 48, werde ich mir auch mal angucken. Definitiv die neuen. Und die haben doch noch so eine Limited Edition, so eine Sommer Edition, die so bunt ist, ne? Die gucke ich mir auch auf jeden Fall an. Also ich mag die Body Sprays von Sol de Janeiro. So, und dann habe ich noch ein, zwei Parfums, wartet. Und zwar Soft Spot von Fleur. Ihr habt ja bestimmt mein Video zu den Fleur-Düften gesehen. Das gibt es aber noch nicht. Ich komme da noch nicht ran. So, und das will ich unbedingt testen. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Vielleicht hat einer von euch das. Vielleicht könnt ihr mal ein kleines Schlückchen rüberwachsen lassen. Das möchte ich wirklich sehr gerne testen. Ach hier.
Candied Fantasy von nein, Britney Spears, nein. Obwohl ich ja schon, also ich meine, Britney Spears war schon auch meine Generation, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Wo ich war vielleicht für Britney schon ein kleines bisschen zu alt, aber ich meine, ich habe schon mehr von Britney mitgekriegt als manch andere. Also von daher. Bubblegum, Juicy Strawberry, Sparkling Orange, Delicious, Delicate, First Impressions, Pinky Hibiscus, Jasmine. Pff, never ever. Dieses Packaging ist so übel, ey. And the taste of your lips. I'm toxic. Scheiße, no. Nein. 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 Definitiv nein. Das werde ich nicht testen, aber definitiv ja. Und ich warte und ich hoffe ja, dass das ganze Zeugs noch kommt bei Sephora Online und so weiter, bevor ich in den Urlaub fahre. Ihr seht, ich fahre bald in Urlaub, ne? Also Mitte Juli bin ich für 2, 3 Wochen weg. Und ich würde so, so gerne die Keali-Düfte vorher noch haben und vorher noch testen und sie euch vorher noch zeigen. Und zwar hat sie ja dieses Vierer-Set rausgebracht mit diesen Urlaubsdüften. Und ja, also ich habe mega Bock. Also weiß nicht, ob das was für mich ist. Marrakesch in a Bottle, Capri in a Bottle, Maui in a Bottle und Malediven. Ich kann es gerade hier nicht so lesen. Ich habe nur das Bild hier gerade vor mir in a Bottle. Ja, so definitiv. Und dann die kleinen. Das Set, wahrscheinlich wird das so 120 € kosten, schätze ich mal. Hoffe ich ja wohl nicht mehr. Also ein 100er wäre schon, würde eigentlich reichen, finde ich, oder? Vielleicht 100 € wäre schon geil. Ja, will ich. Will ich? Ja, ich will. Auf jeden Fall. Ja, das war's erstmal. Genau, das ist alles, was ich mir hier so gescreenshottet habe. Und ich bin mal gespannt, was im Laufe des Jahres noch rauskommt. Im Moment bin ich minimal überfordert mit neuen Releases, muss ich echt sagen. Ich habe ja, auch sehr viel vorgenommen, muss man echt gestehen. Ich habe sehr viel hier liegen noch, was ich auch noch vor meinem Urlaub abfilmen will. Und bin gerade so ein bisschen, ich glaube, nach meinem Urlaub muss ich ein bisschen kürzer treten. Nicht was die Videos angeht, sondern was den Konsum angeht. Nicht, dass ich jetzt sagen will, ich mache hier No-Buy oder so ein Kram. Das werdet ihr mal bei mir nicht sehen. Aber ich habe das Gefühl, dass es mir gerade, ich kann gerade die Produkte, die ich habe, nicht so genießen. Weil ich einfach so viel gerade austeste hier für den Kanal und deshalb, ja, das ist gerade so ein bisschen viel, finde ich. Deshalb möchte ich gerne. Ich bin urlaubsreif, Leute. Ich bin urlaubsreif. Ich bin urlaubsreif und ich werde natürlich kommen noch Videos, was ich alles mit in den Urlaub nehme an Make-up und ich werde nichts davon benutzen. Bestimmt. Kann ich mir sicher, ich werde mich vielleicht einmal im Urlaub schminken. Wenn es hochkommt. Obwohl, ja, wer weiß, wer weiß. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mal bitte, soll ich irgendwas von den Sachen testen? Interessiert euch davon irgendwas Besonderes? Oder sagt ihr, Jenny, du hast das und das total vergessen. Das kommt ja demnächst raus. Das musst du auf jeden Fall testen. Lasst mich das mal wissen. Ich würde sagen, es ist das Ende des Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!